Medizin ist ein ganz, ganz großes Thema geworden im Silicon Valley. Man sieht es daran, dass Dutzende neue Unternehmen entstanden sind, dass aber auch die großen bekannten Unternehmen von Google bis Facebook angefangen haben, Milliarden zu investieren in Medizinableger, weil sie der Meinung sind, dass vieles, was heute in der Forschung stattfindet, vor allem durch Datenerhebung und Datenverarbeitung stattfindet. Da sind sie ja drauf spezialisiert und deswegen glauben sie, dass sie diese Zukunft wesentlich mitbestimmen werden, dass sie ein ganz großer Player werden in der Medizin weltweit. Ich glaube, die Krebsforschung ist in allen Bereichen natürlich am weitesten und da gibt es natürlich auch schon die konkretesten Sachen, gerade Krebsfrüherkennungstests, die Standard werden sollen, eigentlich für alle. Die sind schon relativ weit, weil die auch viel mit Datenerhebung zu tun haben und ich glaube, da wäre natürlich auch der Fortschritt am größten. Da war ich also doch sehr fasziniert davon, was das bringen kann, wie weit die schon sind. Wir verstehen einfach die Genetik viel besser, wir verstehen, können mit Genen besser umgehen. Das hat natürlich viel mit Informationstechnologie zu tun, dass wir die Daten ganz anders erheben können. Und deswegen, dass Gentherapie Standard werden, ist, glaube ich, schon ganz klar absehbar. Das zeigt sich bei allen Firmen, die daran forschen. Dass wir schon viel früher erkennen, bevor wir überhaupt wissen, dass wir krank sind, dass es vielleicht ein Krankheitssymptom gibt, dass man das einfach jetzt schon sehen kann und das natürlich zu ganz anderen Therapieformen führen kann.